Da die Diskussion über die Abschaffung von Bargeld, die nimmt reihenweise zu, sei das jenseits des Atlantiks über Kenneth Rogoff, den Harvard-Ökonom, über hier in Deutschland, über Lars Feld oder Peter Bofinger, Bofinger dafür, Lars Feld dagegen, also gegen die Bargeldabschaffung. Und tatsächlich muss man sich da schon die Augen reiben, denn um was geht's denn hier? Bargeld ist das einzig Geld, Münzen und Scheine, das einzig legale Zahlungsmittel, mit dem wir bezahlen können, und das will man abschaffen. Nun, da muss man sich wirklich die Augen reiben und sagen, was soll das denn? Aber tatsächlich, das ist es, wo es drauf hinausläuft. Der Staat und die Unternehmen hassen, was sie nicht kontrollieren können. Also, wenn sowohl der Staat als auch die Wirtschaft, zumindest die großen Konzerne, die großen Unternehmen, die gleichen Interessen haben, am gleichen Strang ziehen, was ist dann wohl wahrscheinlich? Dass im Bürgerinteresse des freien Kaufens, des Kaufens, ohne dass man kontrolliert wird, ohne dass jeder weiß, was ich gekauft habe, dass das weiterhin ermöglicht wird oder dass man es abschaffen wird. Bisher konnte man es nicht abschaffen, es gab keine Alternativen, wie soll ich die Brötchen denn so sonst kaufen, aber mit den jetzigen Möglichkeiten des digitalen Bezahlens, der Einfachheit über Apps und so weiter, ist es jetzt nicht eine Frage des Ob, sondern des Wann dieses Bargeld tatsächlich aus dem Verkehr verschwindet. Das wird man langsam machen, aber doch sehr zügig, da kann man sich schon drauf einstellen. Ob das einerseits erstmal die größeren Summen ist wie in Italien oder Frankreich, wo man bis zu einer bestimmten Eurogröße überhaupt mit Bargeld bezahlen darf, darüber hinaus muss man überweisen, oder wie Dänemark, die den anderen Schritt gehen und sagen, das ganze Kleingeld hier beim Einzelhändler um die Ecke, das belastet den nur unnötig, das muss der nicht mehr annehmen. Also es geht darauf hinaus, wir werden über kurz oder lang in etlichen Jahren das Thema Bargeld beerdigen und es wird digital sein. Man will damit die Schattenwirtschaft ablösen, man will damit natürlich die illegalen Geschäfte auflösen, aber vor allem will man wissen, wo sie was einkaufen, in welcher Größenordnung und das runter bis zum letzten Kaugummi. Das ist es, um was es am Ende wirklich geht, und das andere ist nur nebensächlich. Ja, selbst die Ökonomen, die sagen, Freunde, passt mal auf, wenn ihr das Schwarzgeld abschafft, wenn ihr die Schattenwirtschaft abschafft, die macht ja einen Riesenteil unserer realen Wirtschaft aus. Das wird dann für etliche kleine Betriebe in der Katastrophe enden. Da müssen wir uns das einfallen lassen. Bisher hat man zwar sich immer beschwert über die Schwarzgeld- und Schattenwirtschaft, aber am Ende war es ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft, weil viele so und ohne gar nicht mehr über die Runden gekommen wären. Also das wird sicherlich für einige Verwerfungen sorgen, aber ich glaube, darauf müssen wir uns einstellen. Das Thema Bargeld wird uns über kurz oder lang verlassen. Es wird immer mehr auf die Elektronik hingehen. Für Investoren ganz neue Möglichkeiten. Das ganz klar. Hier wird sich einiges verschieben. Die Diskussion um die Abschaffung des Bargeldes, die wird immer präsenter und die kommt plötzlich von allen Staaten, die kommt über Österreich, über die Schweiz, über die USA. Da scheint sich plötzlich ja ein Sammelsurium an Befürwortern zu zeigen. Plötzlich findet Bargeld keiner mehr gut, außer ein paar blöde Verbraucher, aber wen kümmern die schon? Die macht man mundtot, weil ewig gestrig. Ja, das hätte doch viele Vorteile. Es würde zum Beispiel einen Bankrun verunmöglichen. Wenn es kein echtes Geld mehr gibt, kann ich auch kein echtes Geld mehr von der Bank abholen. Wir haben dann auch keine Chance, den Niedrigzinsen oder eine Haftung für die Banken zu entgehen. Denn wer kein Bargeld horten kann, der muss sein Geld ja entweder investieren oder es den Banken leihen, also auf ein Konto legen, also damit den Banken leihen. Man ist also gezwungen, den Banken das Geld zu leihen und damit auch für diese Banken zu haften, wenn die pleite gehen, weil das haben wir jetzt auch neu eingeführt, dass man das Geld auf den Konten entsprechend verwenden kann. Und dann dem kann man nicht entgehen, wenn man es eben nicht mehr abheben kann, weil man kann es nicht mehr, weil es kein Bargeld mehr eines Tages gibt. Ja, die Frage ist, wie wird man wohl auf Bürgerseite darauf reagieren? Und vor allem, wie wird dann der Staat auf das Ausweichen auf Edelmetalle reagieren? Denn das wäre ja wahrscheinlich die logische Konsequenz, wenn es kein Bargeld mehr gibt, das ich mir ins Depot legen kann, beziehungsweise unter das Kopfkissen legen kann. Ja, dann mache ich das eben mit dem ewigen Geld, mit den Goldmünzen und den Silbermünzen. Und das ist ja natürlich der nächste logische Schritt dann. Denn wer das Bargeld abschaffen will, um Schwarzarbeit und krumme Geschäfte zu verhindern, ja, der muss in der logischen Konsequenz danach auch die Edelmetalle aus dem Geschäftsverkehr ziehen, oder nicht? Bisher war dieses Edelmetallverbot für mich überhaupt keine Option, dass das überhaupt kommen könnte. Das war ein extremes Restrisiko. Aber jetzt in der Diskussion rund um eine Abschaffung des Bargeldes, da wird das durchaus wieder zum Thema, das man zumindest diskutieren muss. Gut, das ist ein Thema, was sicherlich noch etliche Jahre in der Zukunft liegt. So schnell steckt man das Bargeld nicht aus dem Verkehr. Aber die Frage muss man trotzdem mal aufwerfen, was denn sich hier gerade so entwickelt. Und was kommt denn danach? Nehmen wir mal an, es würde tatsächlich auch die Edelmetalle wie auch immer aus dem privaten Verkehr entzogen, ob es ein Goldverbot sei oder besonders niedrige Preise oder was auch immer. Was kommt danach? Schwarzarbeit auf Zigarettenbasis wie in der Nachkriegszeit?
Vielleicht tauschen unsere Goldmünzen bald alle gegen Jack Daniels Flaschen um, denn dann kann man den Wahnsinn wenigstens leichter ertragen. Mit nur einem Klick kannst du den Denkfunk abonnieren. Hol dir dein Willkommensgeschenk ab. Freue dich auf prominente Gäste beim Denkfunk-Festival. Denn Denkfunk braucht dich, damit wir mehr erreichen, mehr informieren, mehr Wert schaffen.